über interne Evidenz, externe Evidenz und so weiter und so weiter und so weiter. Zweiter Teil. In Episode 5 haben wir das Markus-Evangelium besprochen. Hier machen wir nahtlos weiter mit den restlichen Evangelien. Wer eine Auffrischung braucht, was wir hier eigentlich unternehmen, sieht sich am besten einfach nochmal den Beginn der letzten Folge an. Nun weiter zum Matthäus-Evangelium. Der Titel weist als Autor den Apostel Matthäus aus. Das hat eine gewisse Plausibilität, weil Matthäus wegen seines früheren Berufes als Zöllner wohl zu jenen der Jünger Jesu gehörte, die auch schreiben konnten. Als Gegenargument wird hier jedoch bisweilen angeführt, dass Matthäus das Markus-Evangelium als Vorlage benutzte. Hier gibt es eine Diskussion über das sogenannte synoptische Problem, mehr dazu später. Hätte Matthäus, wenn er wirklich ein Apostel und damit Augenzeuge gewesen wäre, ein anderes Evangelium, zumal das eines Nicht-Augenzeugen wie Markus, als Vorlage benutzt? Das klingt im ersten Moment als überzeugender Einwand. Es ist allerdings nur bedingt stichhaltig, wenn das stimmt, was wir zuvor über das Markus-Evangelium gesagt haben. Denn dann wäre das Markus-Evangelium ja im Wesentlichen das Evangelium nach Petrus. Und Petrus gehörte nicht nur zu den ersten Jüngern, bevor Matthäus zum Apostel berufen wurde, sondern er war auch Teil des inneren Jüngerkreises und hatte besondere Autorität in der frühen Kirche genossen. Wenn das stimmt, wäre das Vorgehen des Matthäus keineswegs ungewöhnlich gewesen. In der griechischen Antike sehen wir zum Beispiel, dass Xenophon in der Biografie seines Lehrers Sokrates für Teile auf die Ausführungen von Hermogenes zurückgreift, weil dieser im Unterschied zu Xenophon etwa beim Verfahren gegen Sokrates persönlich anwesend gewesen war. Gleiches gilt für Petrus bezogen auf Matthäus, besonders für die Anfänge, bestimmte Ereignisse wie die Verklärung und Teile des Passionsgeschehens. Obwohl Matthäus ein Jünger Jesu war, hätte er für all diese Dinge auf ein Zeugnis wie jenes von Petrus ausweichen müssen. Dass Matthäus das Markus-Evangelium als Vorlage verwendet haben könnte, spricht also nicht dagegen, dass er selbst ein Jünger und Augenzeuge gewesen ist. Welche Details liefert nun die spätere außerbiblische Evidenz? Nach Papias, dem Zeugen aus der Zeit der Apostelschüler, hatte Matthäus die Dinge ursprünglich in einem hebräischen Dialekt geschrieben, bevor man den Text ins Griechische übersetzt hatte. Das ist keine Behauptung hinein ins Blaue, sie wird durch den Text selbst bestätigt. Denn im griechischen Matthäus-Evangelium finden sich zahlreiche Bilder und Wortspiele, die klar aus einer semitischen Sprache, wohl aramäisch, stammen. Wer ein Beispiel dafür möchte, findet ein solches im 16. Kapitel rund um das Messiasbekenntnis des Petrus. Wer den Text ins Griechische übertragen und damit die heutige Fassung geschaffen hat, wissen wir nicht. Doch scheint dieser Umstand in der frühen Kirche weithin bekannt gewesen zu sein, ohne dass deshalb eine Autorenfrage losgetreten worden wäre. Es waren die Erinnerungen, die Matthäus, der Apostel und ehemalige Zöllner zusammengetragen hatte. Ganz gleich, in welcher Sprache. Hieronymus soll im 4. Jahrhundert noch den hebräischen Urtext für seine Übersetzungen ins Lateinische gekannt und hinzugezogen haben. Heute ist uns, bislang wenigstens, nur die griechische Übersetzung erhalten. Irenäus liefert, neben der Tatsache des hebräischen Ursprungs, den zusätzlichen Hinweis, dass Matthäus sein Evangelium geschrieben habe zur Zeit, als Petrus und Paulus in Rom predigten und dort die Kirche gegründet hätten. Gleiches wird von Clemens von Alexandrien am anderen Ende des Mittelmeers um 200 wiederholt. Clemens gibt auch den Grund an. Das Evangelium sollte nach dem Fortgang von Matthäus der judenchristlichen Gemeinde als bleibende Gegenwart der Botschaft dienen. Somit gibt es in der frühen Kirche eine klare Ansicht zum Autor des Evangeliums. Es ist Matthäus, der ehemalige Zöllner und Apostel Jesu. Darüber hinaus erhalten wir sogar noch Hinweise zum Wann, Warum und Wie, das heißt in welchem Dialekt, es geschrieben worden ist. Das dritte Evangelium trägt im Titel den Namen Lukas. Hier haben wir es wieder mit einer Figur zu tun, die nicht zum Jüngerkreis Jesu gehörte und damit im Lukas-Evangelium selbst nur indirekt im Prolog und dann in der Fortsetzung des Berichts in der Apostelgeschichte auftaucht. Daraus lernen wir, dass der Verfasser selbst kein Augenzeuge war, er sich jedoch auf Berichte von Augenzeugen stützte, die er geordnet für einen gewissen Theophilus zusammengetragen habe. Diese Widmung steht übrigens auch einer Anonymität des Verfassers entgegen. Die Anrede des Empfängers macht deutlich, dass dieser den Verfasser gekannt haben muss. Wer war nun dieser Lukas? Aus der Erzählperspektive in verschiedenen Abschnitten der Apostelgeschichte wird deutlich, dass er ein Gefährte des Paulus war und mit ihm reiste bis hin zu seiner Gefangenschaft. Von Paulus, in dessen Briefen, lernen wir auch weitere Details zu Lukas. Er war Arzt und stammte ursprünglich aus dem Heidentum, da Paulus ihn nicht zu den Beschnittenen unter seinen Gefährten zählt. Die Auflistungen der Gefährten bei Paulus sind auch in einem anderen Detail aufschlussreich. Markus und Lukas kannten sich. Jedes Mal, wenn Paulus Lukas erwähnt, spricht er auch von Markus.
Dies ist bedeutsam für die Abhängigkeit, die zwischen beiden Evangelien üblicherweise angenommen wird. Demnach verwendete Lukas für seinen Bericht, so wie Matthäus, ebenfalls als Grundlage das Markus-Evangelium. Was sagen nun die frühen Kirchenväter über Lukas? Irenäus erwähnt die Beziehung zu Paulus und dessen Einfluss auf das Evangelium. Etwa zur gleichen Zeit bestätigt der sogenannte muraturische Kanon, verfasst wohl um das Jahr 180, alle die bereits genannten Details zu Lukas, welche Tertullian und Origenes wenig später wiederholen. Origenes bezieht zudem den folgenden Vers aus dem Korintherbrief auf Lukas. Zusammen mit ihm haben wir den Bruder geschickt, der wegen seiner Verkündigung des Evangeliums in allen Gemeinden Anerkennung findet. Das ist zwar keine falsche Übersetzung, aber der griechische Text im Original spricht hier schlicht vom Evangelion, nicht von seiner Verkündigung. Origenes versteht das in dem Sinn, dass Lukas für sein Evangelienbuch in allen Gemeinden Anerkennung gefunden habe. Lukas war also Arzt, gebildet, stammte aus dem Heidentum, hatte Jesus selbst nicht gekannt, sondern war ein Gefährte des Paulus. Wann schrieb er? Wie wir später noch sehen werden, in Folge 9 ist es durchaus berechtigt, davon auszugehen, dass er zu Lebzeiten des Paulus schrieb, der Mitte der 60er Jahre hingerichtet wurde. Bleibt das vierte Evangelium, jenes von Johannes. Und obwohl Johannes ein Apostel gewesen ist, kommt der Name Johannes im ganzen Evangelium nur im Titel vor. Immer wenn von ihm die Rede ist, so spricht der Text vom Jünger, den Jesus liebte. Dass es sich dabei um Johannes handeln muss, ist eine Ableitung aus den anderen drei Evangelien, die Johannes zum inneren Kreis zählen und besonders das enge Verhältnis von Petrus und Johannes betonen. So bieten dann Lukas 22, die Apostelgeschichte 3 und 8 einen gerechtfertigten Schlüssel, um Passagen, die Johannes 20 und damit dann auch andere, auf Johannes selbst zu beziehen. Warum diese kryptische Schreibweise? Warum nicht einfach Johannes schreiben? Die Ursache könnte in einem Schreiber, Sekretär oder Redaktor liegen, oder es ist ein Stilmittel. Ganz allgemein neigt das Johannesevangelium zu symbolischen Verdichtungen, wenn es etwa Maria, die Mutter Jesu, mehrfach als die Frau anspricht. Auch andere Eigenheiten finden sich im vierten Evangelium. So wechselt der Text manchmal inmitten einer Passage die Perspektive, vom Ich zum Wir, zur dritten Person, zum Beispiel im 21. Kapitel. Allerdings ist auch dies ein Motiv, das uns dort häufiger begegnet, etwa wenn Jesus über sich selber spricht. Das Johannesevangelium hat also viele Eigenheiten. Das gilt auch für Inhalte und die Form des Evangeliums. Doch uns geht es hier ja vor allem um den Autor. Und da stellt sich die Frage, konnte Johannes der Jünger überhaupt der Verfasser gewesen sein? Die Schriftgelehrten in der Apostelgeschichte bezeichnen Johannes und Petrus doch als Agrammatoi. Kann ein einfacher Fischer ein solches Evangelium verfasst haben, wenn er Agrammatos war? Das heißt, noch nicht einmal schreiben konnte. Hier sind mehrere Dinge zu beachten. Wenn Johannes so einen Text selbst und nicht durch einen Schreiber geschrieben hat, dann wäre er zum Zeitpunkt der Abfassung keineswegs mehr ein einfacher Fischer gewesen. Der Text wäre am Ende seines Lebens nach vielen Jahren als Jünger und Missionar entstanden. Zudem muss Johannes gar nicht ungebildet gewesen sein. Erstens, nach dem biblischen Bericht gehörten er und sein Bruder vielmehr zur Mittelklasse. Zebedäus, ihr Vater, hatte offensichtlich Geld, um Arbeiter anzuheuern und besaß mehrere Boote. Und zweitens, wenn die Schriftgelehrten Petrus und Johannes als Agrammatoi bezeichnen, kann dies lediglich ungebildet im Sinn eines formellen Studiums der Schrift meinen, wie es die Gelehrten besaßen. Ähnlich spricht etwa der Grieche Epiktet von einem Mann, der analphabetisch schreibt, Graphein Agrammatos. Johannes, ident mit dem Jünger, den Jesus liebte, kann also nach der internen Evidenz Autor des Textes gewesen sein. Finden wir frühe kirchliche Quellen, die diese Annahme stützen. Irenäus, der ein Schüler des Polycarp war, der wiederum ein Schüler von Johannes gewesen ist, identifiziert den Jünger, der am Herzen Jesu ruhte, den Jünger, den Jesus liebte, mit Johannes und mit dem Autor des Evangeliums. Für die Entstehungszeit sagt er, Johannes habe geschrieben, als er in Ephesus gewesen sei. Und er sagt, dass dieses Evangelium als letztes der vier entstand. Nach Angaben im muratorischen Kanon wurde Johannes von anderen gedrängt, das Evangelium zu schreiben. Von diesen Bitten durch seine Umgebung schreibt auch Clemens von Alexandrien. Johannes hätte mit seinem Bericht einige Dinge ergänzen sollen, welche in den anderen bereits im Umlauf befindlichen Evangelien der Kürze halber ausgelassen worden waren. Auch eine gezielte Antwort auf Irrlehrer soll dem Evangelium seinen besonderen Inhalt verliehen haben. Das Johannesevangelium sei demnach verfasst worden, um jenen zu widersprechen, welche die Gottheit Jesu leugneten. Worüber ist man sich bei all diesen Details in jedem Fall in der frühen Kirche einig? Über die Autorenschaft des Evangeliums und dass dieses Evangelium als letztes der vier geschrieben worden sei.
Neuere Theorien, die das Evangelium einem Johannes Presbyter zuschreiben, der vom Apostel verschieden gewesen sei und der zudem den zweiten und dritten Johannesbrief verfasst haben soll, besitzen in der frühen Kirche kein Gewicht, obwohl durchaus im Raum steht, dass ein anderer Johannes als der Apostel das Buch der Offenbarung geschrieben haben könnte. Für möglich hält man zudem ein Diktat, wie auch die Arbeit eines Redaktors, die diesem Evangelium seinen besonderen Charakter gegeben hat. Das ist im Wesentlichen, was man durch interne und externe Hinweise zur Autorenschaft der Evangelien herleiten kann. Für eine anonyme Weitergabe findet sich weder ein Indiz, noch lassen die Texte und die frühchristlichen Zeugnisse wirklich genügend Zeit für einen solch langwierigen Entstehungsprozess. Wir werden auf die Frage der Datierung noch einmal zurückkommen. Eines möchte ich aber an dieser Stelle noch hinzufügen. Die Kirchenväter und frühchristlichen Autoren, die wir herangezogen haben, stammen aus ganz unterschiedlichen Kirchenprovinzen. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass es sich nicht um die Wiederholung einer einzigen isolierten Traditionslinie handelt, sondern wir hier vielmehr die weit verbreitete und bezeugte Sicht der ganzen Kirche vor uns haben. Und wir können an dieser Stelle diese breite Basis noch verbreitern. Denn auch Gegner der Christen wie Celsus und jene, die von der kirchlichen Lehre abweichen, leugnen die apostolische Autorenschaft nicht. Zwar geben manche von ihnen einem bestimmten Evangelium eine Präferenz, Markion bevorzugte etwa Mitte des 2. Jahrhunderts das Lukas-Evangelium, aber diese Sondergruppen bestreiten nicht die Herkunft der anderen. Erst später, im 4. Jahrhundert, kommt diese Idee bei den Manichäern auf. Sie leugnen die Autorenschaft der Evangelien, weil dies für ihre eigenen Lehren notwendig ist. Damit können wir diesen Abschnitt schließen. Für eine ursprünglich anonyme Weitergabe der Evangelien finden wir, wie gesagt, keinen Hinweis. Vielmehr gibt es eine alte und einstimmige Tradition zu den Verfassern der Evangelien, die weder durch interne noch externe Evidenz ernstlich in Frage gestellt wird. Wenn auch nicht streng genommen beweisbar, ist die apostolische Autorenschaft der Evangelien bis hierher also durchaus plausibel begründbar. Weitere Gründe und Fragen zur Datierung werden uns noch in kommenden Folgen beschäftigen. Zuvor scheint es jedoch noch opportun, eine andere Frage einzuschieben, jene nach den Apokryphen, sprich, sind die vier Evangelien die einzigen glaubwürdigen Quellen für das Leben Jesu? Oder gibt es andere Texte, die ein neues, ein anderes, aber ein genauso legitimes Bild von Jesus, seinen Worten und seinen Werken zeichnen? Mehr dazu in der nächsten Folge.